Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Sunny Side of Life. Wir backen heute Mickey und Minnie Maus Muffins. Die Teigmenge sollte je nach Größe eurer Muffinförmchen für ca. 12 bis 18 Muffins reichen. Und ich würde sagen, dann legen wir erstmal los. Für die Muffins benötigen wir drei verschiedene Teigsorten, nämlich einmal den Teig für den Mauskörper an sich, einen roten Teig für die Schleife von Minnie Maus und einen Vanilleteig, der als Muffin an sich dient. Für die Mauskörper verwenden wir Margarine, Zucker, Backkakao, Mehl, etwas Backpulver und vier vegane Eier. Die könnt ihr natürlich auch gerne durch Leinsamen oder Apfelmus ersetzen. Da müsst ihr natürlich nur ein bisschen mit der Mengenangabe aufpassen. Die genauen Angaben schreibe ich euch wie immer in die Videobeschreibung. Für die Mauskörper habe ich jetzt schon mal die Margarine geschmolzen und etwas abkühlen lassen. Die geben wir jetzt zusammen mit dem Zucker und den Eiern in den Mixer und lassen das einmal gut durchrühren. Danach fügen wir die trockenen Zutaten hinzu und vermixen das Ganze gut miteinander. Dann nehmen wir uns eine Backform und füllen den Teig nicht zu hoch ein. Verteilen diesen gut und backen ihn danach bei 180 Grad für ca. 20 bis 30 Minuten. Macht einfach eine Stäbchenprobe, um zu sehen, wann der Teig gut ist. Yeah! Während die Mauskörper jetzt schon mal vorbacken, bereiten wir den Vanilleteig zu, der eben als Muffin drumherum quasi dient. Dafür verwenden wir Margarine, Zucker, Mehl, Backpulver, etwas Salz, vegane Eier bzw. eine Alternative dazu, Haferdrink und Vanilleextrakt. Für den Vanilleteig geben wir die Margarine und die trockenen Zutaten in eine Schüssel und verrühren das Ganze ordentlich. Anschließend geben wir zuerst die Hälfte der flüssigen Zutaten hinzu und verrühren das für ca. 30 Sekunden miteinander. Danach geben wir die restlichen Flüssigkeiten hinzu, verrühren das nochmal kurz miteinander, aber nicht zu lang, damit der Teig nicht zu speckig wird. Eine Ewigkeit später. Für die Schleifen von Minnie Maus nehmen wir etwas Mehl, etwas Margarine, Zucker und rote Lebensmittelfarbe. Ich habe mich jetzt hier für Gelfarben entschieden. Das hat einfach den Vorteil, dass sie, die Konsistenz des Teigs nicht verändern. Für die Schleifen mischen wir jetzt Mehl mit Zucker und Margarine sowie etwas roter Lebensmittelfarbpaste sowie gegebenenfalls etwas Haferdrink. Das war in meinem Fall jetzt leider etwas zu viel, daher ist der Teig zu flüssig und wir werden gleich noch etwas Mehl nachgeben müssen. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich auch den Teig so zuzubereiten, wie wir das schon für die Mauskörper getan haben. Also den Teig vorbereiten mit ungefähr denselben Zutaten plus eben Lebensmittelfarbe, vorbacken, abkühlen lassen und mit etwas Vanilleteig dann weich machen. Das werden wir gleich noch sehen. Wenn ihr jetzt denselben Fall haben solltet wie ich, dass zu viel Flüssigkeit drin ist, gebt nach und nach etwas Mehl dazu, bis die Konsistenz des Teiges so ist, dass ihr sie gut formen könnt. Wenn ihr irgendwann an dem Punkt kommt, an dem ihr merkt, okay, das funktioniert mit dem Schneebesen jetzt nicht mehr so gut, dann verwendet entweder eine Gabel oder benutzt direkt eure Hände. Ich konnte danach auch keine besonderen Verfärbungen an meiner Hand oder sowas feststellen, aber wenn ihr da Sorge habt, dass vielleicht die Finger verfärben oder so und es nicht direkt abgeht, dann verwendet zum Kneten ein paar Küchenhandschuhe. Eine Ewigkeit. Für die Mauskörper zerkrümeln wir jetzt im ersten Schritt den vorgebackenen Teig. Geben im Anschluss einen halben Cup vom Vanilleteig hinzu und einen Viertel Cup Haferdrink. Vermischen das Ganze miteinander so lange, bis es etwa eine fast nicht mehr klebrige Konsistenz hat. Zum Formen solltet ihr eure Hände dann gegebenenfalls etwas anfeuchten. Ist aber kein Muss, also es hat bei mir auch so gut funktioniert. Ich habe mir im Anschluss dann die Portionen für die einzelnen Körper abgewogen, damit ich sie in etwa gleich groß formen konnte. Habe sie mir so lange auf einen Teller bereitgelegt. Das Ganze habe ich einmal für die Körper und einmal für die Ohren gemacht. Bei den Ohren brauchen wir etwas mehr Teig, bei dem Körper etwas weniger. Eine Ewigkeit.
Im Anschluss nehmen wir unsere Muffinförmchen und füllen jeweils ca. einen Esslöffel Vanilleteig schon mal auf den Boden. Bitte achtet darauf, dass eure Förmchen groß genug sind. Meine waren etwas zu klein, aber das werden wir auch gleich noch sehen. Die kleineren Teigportionen formen wir jetzt zu Kugeln und setzen sie in die Mitte der Muffinförmchen. Und die größeren Teigportionen formen wir im Anschluss zu, ja, sagen wir, wie es ist, Würstchen. Versuchen die zu einem Kreis zusammenzulegen und danach auf den Kugeln zu platzieren. Ich weiß, dass das ja, nicht ganz so hübsch aussieht, aber zum Glück sieht man es ja am Ende nicht ganz so, ne? Sieht ja am Ende aus wie die Ohren. Wie ihr seht, rutschen bei mir auch manchmal die Ohren etwas hin und her. Da müsst ihr immer mal versuchen, ein bisschen nachzujustieren. Für die Schleifen von Minnie Maus gehen wir ähnlich vor. Ich habe den Teig nochmal ordentlich in der Hand verknetet. Ich hätte ihn abwiegen können, damit es überall gleich ist. Ich habe aber darauf verzichtet. Habe dann in die Mitte der bisherigen Ohren nochmal eine rote Kugel gesetzt und habe danach nochmal rote Würstchen geformt, die zu einem Ring geschlossen und diesen jeweils um die roten Kugeln gesetzt, damit die Schleife am Ende entsteht. Und wie man jetzt vielleicht schon relativ gut erkennt, stehen die Teige leider über den Rand der Muffinförmchen. Deswegen mein Tipp, nehmt Förmchen, die größer sind als meine. Ich hoffe, es gibt welche. Es würde auf jeden Fall aus meiner Sicht sonst keinen Sinn machen. Oder man müsste die Mengen nochmal etwas anpassen. Und jetzt geben wir zum Schluss den restlichen Vanilleteig über die Muffins. Wenn ihr merkt, dass die Mäuse bisher zur Seite gerutscht sind, dann versucht sie etwas zur Seite zu schieben und mit Teig aufzufüllen. Und ich habe die Muffinförmchen auch bis oben hingefüllt. Teilweise sind sie mir auch etwas übergelaufen. Beim Backen an sich muss ich tatsächlich sagen, dass da gar nicht so viel passiert ist. Was ich aber sagen muss, ist, dass der Teig aus meiner Sicht etwas zu weich war. Insbesondere bei Minnie Maus, keine Ahnung warum genau bei ihr und bei Mickey Maus nicht. Nach 2 Tagen stehen lassen, war auch der Teig um die Mickey Maus etwas härter. Bei der Minnie Maus war er immer noch relativ matschig. Da würde ich gegebenenfalls die Mehlmenge etwas erhöhen. Ich habe euch die angepasste Menge auf jeden Fall in die Beschreibung geschrieben. Und das Ganze kommt jetzt für ca. 20 bis 25 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Wie man hier jetzt gut erkennen kann, haben wir eben einmal Minnie Maus mit der roten Schleife und auf der anderen Seite haben wir Mickey Maus. Ich glaube, wenn man da noch ein bisschen sauberer arbeitet, als es bei mir anscheinend der Fall ist, dann hat man da auch nicht gegebenenfalls etwas weißen Teig unter dem Ohr. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war's nämlich an dieser Stelle schon wieder. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da. Habt ihr vielleicht Tipps, wie man noch andere Formen in Muffins reinbringen kann? Würde mich freuen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keins meiner Videos. Und dann würde ich sagen, lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal. Bye.